Willkommen zurück auf der Karte Erlengrad hier mitten in den Alpen. Das letzte Video kam ja extrem gut bei euch an und ihr habt mir viele, viele Kommentare dagelassen, die ich mir durchgelesen habe und da nicht nur viele Wünsche rausgelesen habe, die ich jetzt versuche in diesem und dem nächsten Video umzusetzen, sondern ihr habt mich auch mit massenhaft Expertise ausgestattet, vielen Dank dafür, und mir viele Dinge aus der alpinen Landwirtschaft erklärt, beziehungsweise nochmal ein bisschen erweitert erklärt, möchte ich sagen. Mehr dazu später im Laufe dieser Folge. Ansonsten ist das allerdings eine Fortsetzung der letzten Folge und wir werden uns heute nochmal andere Maschinen und Geräte anschauen, denn in der letzten Folge waren wir ja mit dem Motormäher auf der Wiese unterwegs, haben das Gras dann zur Biogasanlage gebracht und uns dann diese süße Biogasanlage, an der wir jetzt gleich schon wieder sind, angeschaut. Seitdem habe ich weitergemacht, habe alles rübergebracht und das hier, das ist jetzt die letzte Fuhre, die ich hier nochmal schnell abliefern wollte. Und dann ist dieses Thema erstmal erledigt. Ich werde allerdings hier, glaube ich, heute noch nicht das Ganze zudecken, denn ihr seht, so viel ist dabei nicht rumgekommen. Es dauert also schon relativ lange. Es gibt größere Wiesen, muss ich dazu sagen, aber bei einer Wiese lohnt sich das jetzt nicht wirklich, hier schon zuzudecken bzw. zu verdichten. Deswegen laden wir schnell ab. So, und dann gucken wir uns das schnell nochmal an und dann geht es gleich weiter, etwas weiter raus und dann werden auch die Straßen etwas enger und vor allen Dingen wird die Landschaft etwas schwieriger zu bearbeiten. Das war ein großer Wunsch von euch und dem komme ich heute nach. Auf der einen Seite freue ich mich drauf, auf der anderen Seite graut es mir auch schon so ein bisschen davor, aber wir werden uns die ganze Sache ja gleich anschauen. So, ansonsten funktioniert die Biogasanlage übrigens wie gewohnt, das heißt, wenn das Ganze abgedeckt ist, gärt die Silage und wenn die Silage dann fertig ist, kann man sie da vorne in den Trichter reinfüllen und damit dann später Geld verdienen. Ist also jetzt nicht so besonders. Was allerdings besonders ist, das sind die Details an den ganzen Fahrzeugen, das habe ich glaube ich in der letzten Folge gar nicht richtig gezeigt, deswegen mache ich es jetzt nochmal schnell. Wenn wir hier zum Beispiel die Rundumleuchte anmachen, dann sehen wir hier vorne natürlich die ganz normale Rundumleuchte. Allerdings gibt es hier hinten zum Beispiel auch so Blitzer. Die sind jetzt beim Ladewagen leider verdeckt durch diesen Pick-up oder durch dieses Element, womit man eben das Gras, Heu oder Stroh aufnimmt. Allerdings ist das ganz sinnvoll, wenn man mit anderen Plattformen unterwegs ist. Dann ist das nochmal so eine zusätzliche Warnung. Und wir werden heute mit diesem Teil hier unterwegs sein. Da muss ich euch ehrlich sagen, da dachte ich, das sei irgendwie ein skurriles Gerät, was gar nicht so oft eingesetzt wird, als ich das erste Mal gesehen habe. Aber mittlerweile wurde ich eines Besseren belehrt, denn das ist die Erfüllung in den Bergen. Also das ist ganz wichtig für alpine Landwirte, denn dieses Fahrzeug zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr wendig ist und eben gut auch steile Hänge bearbeiten kann. Und genau das werden wir heute machen. Wir werden also heute möglichst weit rausfahren. Ich muss gleich mal kurz gucken. Ich glaube, wir müssen hier links einmal und dann rechts und dann nochmal links. Und dann werden wir kurvige Strecken zurücklegen und dann irgendwann zu einer Wiese kommen, auf der wir später Silageballen herstellen werden. Warum schon wieder Silage? Ganz einfach, weil es gibt hier noch eine Presse, die mitgeliefert wird, mit der man schöne Ballen formen kann. Und klar, ich könnte jetzt auch Heu machen. Ich spiele allerdings ja mit Seasons. Das ist dann zwar alles ein bisschen realistischer, allerdings kann ich nicht garantieren, dass es dann auch tatsächlich Heu wird. Denn da muss man teilweise etwas länger warten. Und sobald es bei Seasons geregnet hat, kann man das mit dem Heu sowieso erstmal vergessen. Deswegen dachte ich mir, machen wir nochmal Silage. Das bietet sich, glaube ich, auch an. Und das könnte man ja dann später den Kühen füttern. So, jetzt schauen wir schnell. Jo, das sieht gut aus. Dann geht es jetzt los. Und hier sehen wir auch schon die Steigung. Ja, wird großartig heute. Wird großartig. Um mir übrigens Wege zu sparen, und ich glaube, das macht man in der realen Landwirtschaft auch, habe ich direkt den Schwader hier hinten mitgenommen. Ich werde allerdings nicht in einem beides nutzen, also sowohl Mähwerk als auch Schwader, weil ich glaube, dass das in der Realität so nicht gemacht wird. Jedenfalls habe ich es nicht gesehen und es ergibt für mich jetzt auch nicht so viel Sinn, weil einerseits die Arbeitsbreite variiert von den beiden Geräten und andererseits gibt es, muss ich mir mal überlegen, wie ich die Wiese eigentlich bearbeiten möchte. Beim Mähen ist es ziemlich klar, da habt ihr mir gesagt, man mäht von unten nach oben, arbeitet sich da also vor. Und bei dem Schwaden muss ich mir aber dann mal überlegen, wie ich das so aufbaue, dass die Silageballen mir nicht alle wegfallen. Das, oder wegrollen, das wäre ja ärgerlich. Boah,
Was ein wunderschönes Panorama, hör mal. Das ist ja klasse. Ich meine, einige von euch haben sich gewünscht, dass ich an Steilhängen arbeite. So richtige Steilhänge, wie es die in der Realität gibt, gibt es hier, glaube ich, in dem DLC nicht. Also jedenfalls habe ich das nicht gesehen. Es gibt aber durchaus steile Hänge, also die dann, wie das, was wir hier rechts sehen, die dann teilweise schon etwas größere Steigungen haben. Wir müssen gucken, dass wir hier gut ankommen und nicht hier zu weit rechts oder links fahren. Ist echt ungewohnt, mit so einem Teil zu fahren. Und vielleicht mal schauen. Ah, ich glaube, zwei Kurven muss ich noch, aber dann sind wir auch schon da. Wow, und was für eine Brücke. Holla, die Waldfee. Genau, aber das sind die Überlegungen, die ich angestellt habe und die gleich natürlich in alles einfließen werden. Nach wie vor bin ich der Meinung, also ich habe es eben schon gesagt, ich spiele mit Seasons. Das heißt, das ist alles nicht so ganz hell wie in dem Spiel, was ihr dann vermutlich haben werdet ohne Seasons. Mir war das zu hell. Es ist eine, ja, jetzt wird's eng hier. Es ist allerdings ganz schön, weil die Nacht dadurch auch ein bisschen heller ist. Das ist so ein sehr bläulicher Ton, der geht bei Seasons dann verloren. Aber dafür ist eben der Tag, an dem wir ja auch spielen, meistens etwas dunkler, was mir ganz gut gefällt, aber sicherlich auch jetzt nicht jedermanns Sache ist. So. Er kämpft schon ein bisschen, aber ich glaube, das kriegt er noch ganz solide hin. Und dann sind wir gleich auch schon an unserer Wiese, die ich mir ausgeguckt habe, die ich allerdings nicht komplett bearbeiten werde, weil das dauert hier seine Zeit mit den Arbeitsbreiten. Das ist übrigens auch nochmal ein ganz gutes Thema. Feldarbeit ist mit den Maschinen, die hier mitgeliefert werden, eine Qual. Also da mache ich kein Geheimnis draus. Ich glaube, der Flug, ich muss gleich mal schauen, aber na, ich guck mal jetzt, ich fahre mal gerade schnell ran. Oh. Gucken wir mal gerade, was das für ein Flug ist, der hier mitgeliefert ist. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, ich hätte jetzt gesagt 1,3 Meter. Er hat allerdings nur 1,2 Meter. Und das ist schon echt extrem wenig. Also mit einem 1,2 Meter Flug zu arbeiten, da ist man selbst bei den Feldern, die hier vorhanden sind, sehr lange beschäftigt. Und das tue ich uns, glaube ich, allen nicht an. Also das ist nicht wirklich sinnvoll und bei der Drille oder Sämaschine, da ist es auch so, das dauert sehr, sehr lange und ich glaube, wir konzentrieren uns hier in diesen Videos besser auf das Grasland. So, okay, und da sind wir angekommen. Hier links ist die Wiese, die ich heute bearbeiten möchte. Die werde ich allerdings nicht in Gänze bearbeiten. Ich habe weiter unten auch schon so einen kleinen Testschnitt sozusagen gemacht, um mal zu gucken, wie sich das so verhält. Und habe dabei festgestellt, dass es nicht ganz blöd ist, hier jetzt den Schwader abzulegen, also hier irgendwie am Straßenrand erstmal liegen zu lassen. Ganz einfach, weil das Gefährt sonst zu lang ist und aufsetzen kann. Klingt erstmal lustig, ist aber tatsächlich so. Und jetzt werden wir uns von unten nach oben vorarbeiten, was allerdings leichter gesagt als getan ist, denn die Wiese ist in zwei Richtungen abschüssig und ich werde nicht die komplette Wiese bearbeiten, weil das mit der Arbeitsbreite einfach sehr, 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 sehr lang dauert. In der Realität ist es, glaube ich, auch oft so, dass so eine Wiese unterteilt ist durch so, keine Ahnung, Wege oder sowas oder abgegrenzt ist von anderen Wiesen. Hier ist das jetzt nicht so, das geht alles so ineinander über und deswegen würde ich vorschlagen, werde ich einfach mal hier vorne anfangen. Hier ist nämlich so eine kleine engere Stelle und dann werde ich mich langsam nach oben vorarbeiten. Die ersten zwei, drei Bahnen können wir vielleicht noch zusammen machen. So. Dann geht's auch schon los. Und dann mache ich später vermutlich einen Zeitraffer. Aber jetzt genießen wir erstmal die Show hier. Mit dem Abby. Oder Abby. So. Das ist also, das hier in meiner Region sieht man diese Marken nie. Ja, das ist hier völlig fremd, aber für alpine Regionen
ist das die perfekte Marke, glaube ich. Also da sieht man nur solche Dinge. Natürlich nicht immer das neueste Modell, ist ja klar. Aber das ist schon spannend. Und ihr habt mir auch geschrieben, dass dieser Motormäher, so ähnlich dachte ich mir das auch schon, dass dieser Motormäher durchaus einen eigenen Antrieb hat. Also man muss es jetzt nicht schieben, sondern muss es vor allen Dingen lenken. Allerdings glaube ich trotzdem, dass es recht anstrengend ist, weil man ja wirklich in extremen Steigungen mit dieser Walze da arbeitet. Und auch wenn man jetzt nicht schieben muss, man steht ja wirklich ständig quer auf dem Feld oder quer auf der Wiese. Also insofern, das muss schon sehr anstrengend sein. Ich glaube, das ist schon sehr kräftezehrend und man weiß am Ende des Tages ganz gut, was man da gemacht hat. Also es ist, glaube ich, anstrengender, als jetzt hier im Trecker unterwegs zu sein. Oftmals wird auch kein Vorgewende gemacht, also so wie ich das jetzt auch hier mache, weil es schlichtweg nicht möglich ist. Und teilweise muss in Regionen sogar mit so einem Seil gearbeitet werden, also so einem Sicherungsseil, wo man sich dann fest, so ein bisschen wie bei Skigebieten, wo sich dann so ein Pistenbully festmacht. Sowas gibt es auch für Trecker, ich glaube, das ist aber dann schon sehr selten. Aber ich bin immer wieder überrascht, wo so Landwirtschaft betrieben wird und vor allen Dingen, wie Landwirtschaft betrieben wird. Das ist schon wirklich spannend. Und ich kann euch sagen, es macht wirklich Spaß, auch wenn es hier viel Arbeit ist, aber es macht viel Spaß. Ich muss nur gucken, dass ich nicht zu sehr hier immer in die Wiese reinfahre. Was gar nicht so einfach ist. So, aber jetzt machen wir weiter. So, und weil das jetzt noch eine geraume Zeit dauern wird, würde ich vorschlagen, mache ich das einfach jetzt mal im Zeitraffer und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Wiese soweit gemäht ist. Okay, mit dem Mähen bin ich mittlerweile fertig. Ihr seht's, ich habe mir auch Mühe gegeben, das einigermaßen sauber hier alles auszumähen. Vielleicht wäre es doch ganz sinnvoll gewesen, hier mit einem Vorgewende zu arbeiten. Allerdings bringt mir das, glaube ich, für später sowieso nicht so viel. Insofern, ich glaube, ganz schlimm ist es nicht. Und das Wichtigste habe ich hoffentlich beachtet. Machen wir das Ganze mal aus, senken es ab. So, und dann nehmen wir hier vorne den Schwader dran. Und der kann in beide Richtungen die Schwad erzeugen, also entweder rechts oder links. Das ist ganz praktisch, je nach Hanglage. Ich weiß jetzt nicht, wie man das da intelligenterweise macht. Ich nehme aber einfach mal an, dass man das nach links wirft. Wobei viele jetzt, glaube ich, auch einfach hoch und runter fahren würden. Das werde ich allerdings nicht machen, weil wenn ich das mache, dann werden mir alle Ballen hier ganz weit ins Tal runterrollen. Und das möchte ich ungern. Deswegen werde ich die Ballen eben auch so pressen und die Schwad so anlegen, wie ich jetzt gemäht habe. Dementsprechend würde ich vorschlagen, machen wir das Ganze runter. So, und dann gucken wir nochmal schnell, dass das nach links geht hier. Schwad rechts, Schwad links. Ach ja, und was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, wer dieses Fahrzeug hier mit Hundegang
fahren möchte, der kann das auch machen. Also aktuell habe ich die Allradlenkung, die kann man natürlich wie bei allen Fahrzeugen auch deaktivieren und das die umkehren zur Vorderradlenkung. Dann ist das Fahrzeug aber natürlich nicht mehr ganz so flexibel einsetzbar. Es gibt auch eine Hinterradlenkung. Damit käme ich, glaube ich, sehr schlecht klar. Also ist nicht so meins, aber kann man auch einsetzen. Und dann gibt es eben noch Hundegang links oder Hundegang rechts. Auf dem Feld ist es ja meistens, um den Boden zu schonen. Ich nehme mal an, hier ist es ähnlich. Können wir jetzt auch mal mitfahren. Wobei das, glaube ich, bei dem Schwader nicht so sinnvoll ist. Wir machen das mal lieber aus und gehen zur Allradlenkung zurück. So. Also, Schwad wird nach links gelegt. So, machen wir das ganze Ding an. Und dann sehen wir, wie das jetzt hier schön links abgelegt wird und wie dann so langsam eine Schwad entsteht, die wir dann später mit dem Ballenwagen aufnehmen können. Das wird natürlich ein bisschen mühsam, diese kurzen Bahnen hier zu fahren. Aber was soll's? Also ich will nicht unbedingt da weit runterfahren, um dann da die ganzen Ballen einzusammeln. Das möchte ich nach Möglichkeit verhindern. Insofern, ja, gucken wir mal. So, gut. Aber ihr seht die Funktion. Ich werde das jetzt einfach mal weitermachen. Und dann sehen wir uns in dem nächsten und vermutlich auch letzten Video wieder. Vielleicht gibt es noch ein kleines Special, wo ich dann so ein paar Dinge mache, die ihr euch dann noch zusätzlich gewünscht habt oder die ich noch zeigen möchte. Vielleicht auch so ein Vergleich. Was gibt es eigentlich schon an Mods und was gibt es noch nicht an Mods? Wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Können wir mal schauen. Wie auch immer, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in der nächsten Folge wieder rein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.